Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Jetzt zu Ende September schauen wir mal, was es noch zu tun gibt bei den Bienen. Ja, es gab ja relativ lang kein Video mehr hier auf dem Kanal. Warum war das so? Ja, man hat auch andere Themen zu erledigen. Es waren einfach unheimlich viele neue Projekte oder genau genommen zwei größere Projekte, wo natürlich auch ein bisschen damit zu tun haben, was auf diesem Kanal stattfindet. Da freut es mich ja nach wie vor, dass es so viele Zuschauer gibt, die diese Videos anschauen. Und daraus haben sich einfach zwei neue interessante Projekte ergeben, die auch Zeit brauchen, die man auch mal machen muss. Und dann ist natürlich auch die Biene braucht im August, September auch ihre Zeit. Es sind nicht mehr so viele intensive Eingriffe am Bienenvolk notwendig wie vielleicht im Mai bei so einer Schwarmkontrolle, bei Kunstschwarmbildung. Aber man muss einfach mit Bedacht arbeiten und konzentriert arbeiten, weil Fehler, die jetzt gemacht werden, bei der Wintereinfütterung, bei der Varroa-Kontrolle und auch Behandlung, die haben einen riesen Hebel auf das nächste Jahr. Und deshalb finde ich, sind die Stunden jetzt im August die Stunden mit dem höchsten Stundenlohn bei den Arbeiten an den Bienen. Ja, jetzt, was ist passiert? Ihr seht es ja hier, die Bienenvölker sind alle auf, auf einer Zarge, sind im großen Teil eingefüttert, sind jetzt auch Mitte September, also letzte Woche, so in der Woche mit dem 15., 17. September nochmal auf die Milben kontrolliert worden. Ich mache das ja ganz gerne mit dieser Puderzuckermethode. Da habe ich ja letztes Jahr ein Video dazu gemacht. Das kann ich euch hier nochmal verlinken. Hier oben, wo ist meine Hand hier? Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Warum ich das mache und wieso, das ja, habe ich da erklärt. Und das Ergebnis ist einfach, das schreibe ich mir hinten auf den Deckel drauf. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, dann haben wir hier eben, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, 10 Milben. Hier sind es zwei Milben. Und ja, hier sogar 0. Und hier oben, das ist hier eine Gruppe von um die 30 Bienenvölker. Und hier oben habe ich ein Bienenvolk. Habe ich nicht mal mehr gezählt, habe ich nur drauf geschrieben 30 bis 40 Milben. Also ganz klar über der Befallsgrenze. Sofort behandeln. Sofort heißt nicht in der nächsten Stunde, aber zügig. Und das habe ich ja auch gemacht. Aber ihr seht es einfach mal vom Prinzip. Das sind, sagen wir einfach halber 34 Bienenvölker. 33 sind total unverdächtig. Eines ist total verseucht, sagen wir mal in Anführungszeichen. Deshalb lohnt sich das wirklich, bei möglichst vielen Bienenvölkern reinzuschauen. Das muss man ganz klar sagen, weil dieses eine nicht zu entdecken, kann für den ganzen Bienenstand ein Problem werden. Klar, das eine Bienenstand wird es, eine Bienenvolk wird es wahrscheinlich nicht überleben. Und dann ist ja auch Folgendes, wenn das Bienenvolk dann schwach wird, ausgeräubert wird, verteilen sich auch diese Varroa-Milben wieder über alle anderen Bienenvölker. Und das ist das große Thema auch, wo noch dazu kommt, zu dem einen Bienenvolk, das dann abgeht. Und da muss man sagen, da merke ich auch einen ganz klaren Unterschied zwischen Gegenden oder Gemarkungen von der Gemeinde her, wo nur ich Bienenvölker habe. Da bin ich im Schnitt bei den Varroa-Milben viel, viel geringer, wie an Stellen, wo jetzt in meinem Fall ein spezieller Imkerkollege noch dabei ist. Weil da weiß ich immer, wenn von dem Bienenstände in der Nähe sind, habe ich immer im Prinzip diese zweite Behandlung als obligatorisches Muss. Das ist ein Bienenstand, vergleichbar wie mit dem. Und da sind alle Bienenvölker über 20 Milben. Das ist auch ein Kollege. Da gibt es auch größere Verluste jedes Jahr. Und das kommt einfach daher, aber da sieht man einfach mal in der Praxis, was so eine Reinvasion oder so ein paar Völker, die einfach zu viele Milben haben, ausmachen. Ja? Also ich bekomme da meine Bienenvölker auch überwintert. Aber es ist einfach, was ich hier habe mit 3, 4, 5 Milben und ein Ausreißer, so ist es dort halt. Ich habe per se bei allen
zwischen 15 und 25 Milben und auch diese Spitzenreiter dann natürlich auch wieder so drin. Aber das bedeutet, du musst jedes Bienenvolk behandeln und diese Bienen sind genau gleich geführt worden das ganze Jahr wie jetzt die. Und das geht jetzt, das fällt mir jetzt schon ein paar Jahre lang auf und deshalb, wie gesagt, ist es für mich einfach dieses Praxisbeispiel, dass diese Reinvasion krass stattfindet und natürlich auch gebiets- oder kollegenabhängig ist, wenn wir das mal so sagen dürfen. So, dann war, schauen wir uns jetzt erstmal kurz das noch an. Ich bin irgendwie mit dieser Kamera heute nicht zufrieden. Ich bin hier irgendwie immer so versetzt, egal. Schauen wir uns das Bienenvolk an. Natürlich habe ich dann diesen Nassenhalter reingestellt. Naja, man sieht es, die Bienen sind natürlich beim Nassenhalter, wandern die nach unten ein bisschen. Aber das ist ein Bienenvolk, wir sehen es, das hat jetzt 7 Waben Bienen besetzt. Und davon sind, weil wir so einen warmen Herbst haben, unheimlich viel Pollen. Und von außen kommen auch noch von den Pflaumen, von den Zwetschgen der Saft, auch von Trauben. Also man hat immer noch vereinzelt, roten ist ja kein Nektar, aber roten Nektareintrag. Sind die Bienenvölker noch stark spät in Brut dieses Jahr. Und genau so sieht halt das Bienenvolk aus. So sehen im Prinzip die hier an diesem Bienenstand alle aus. Bei ein paar habe ich schon Königin getauscht. Und so gehe ich halt jetzt jeden Bienenstand durch. Dann bekommen sie nach dieser Varroa oder nach der Milbenkontrolle nochmal dieses Kilo oder diese 1,5 Kilo Futter, was bis dahin noch fehlt bei den meisten Bienenvölkern. Bei manchen ist es auch ein bisschen mehr, aber diese Futtergabe kommt dann noch so Richtung Oktober. Und dann sind die Bienenvölker eigentlich fertig für den Winter. Mit dieser Futtermenge war ja auch eine große Frage. Da habe ich eine E-Mail bekommen. Was ist also zu viel Futter? Im Prinzip keine Brut mehr, nur Futter. Ob das schädlich ist? Natürlich ist das schädlich. Also, Entschuldigung, nicht natürlich. Ja, es ist schädlich. Und zwar müsst ihr euch das ja so vorstellen, wenn die Bienen ihre Winterkugel machen, dann ziehen die sich ja zusammen und da, wo früher das Brutnest war, also dann letztendlich das kleine Brutnest im Oktober, wenn die Brut ausläuft, da schlüpfen die ja in die Zellen rein und wärmen dann auch, und das von beiden Seiten, also dann ist ja nur eine kleine Mittelwand oder eine dünne Mittelwand als Trennung da. Die Kamera folgt mir nicht. Bin ich nicht zufrieden. Ja, dann ist ja nur eine kleine Mittelwand als Trennung da und da wandert die Wabe ja von rechts nach links durch diese Mittelwand oder durch dieses Rähmchen dann relativ einfach durch. Und wenn ihr euch das jetzt vorstellt, statt dieser dünnen Mittelwand ist einfach ein 4 cm breites kaltes Futter, das ja total isoliert, also die Biene kann gar nicht so eine Wintertraube bilden, wo sie praktisch auch in der Mitte zusammensitzt und nur durch diese ganz dünne Wachswand getrennt ist. Ne? Und dann können sie diese Wintertraube, wie gesagt, nicht bilden und dann stirbt das Bienenvolk in der Regel in einem krassen Winter. Ne? Oder hat es unheimlich schwierig, also überwintert ganz, ganz schwierig. Also es kann einfach ein tödlicher Fehler sein. Und deshalb ist einfach diese Futtermenge, da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl bekommen, wie viel man einfüttert und wann man das vor allem auch einfüttert. Wie gesagt, in diesem Jahr kommt unheimlich viel, zumindest bei uns noch von außen. Und da kann es sicher sein, bei vielen Bienenvölkern, dass die da einfach zu viel Futter bekommen haben, wenn man da nicht rechtzeitig ein bisschen aufgepasst hat und diese Gabe ein bisschen gebremst hat. So, jetzt einmal die Kamera neu gestartet und hoffe, dass es mit der Verfolgung besser passt. Also, dass man sie überfüttert hat dieses Jahr, ne? Weil eben so viel warmes Wetter war im September, viel Pollen kam, das war durchaus eine Gefahr in diesem Jahr. Gut, was machst du, wenn du sowas feststellst? Da kann ich im Prinzip nur hoffen, dass du irgendwie eine ausgebaute Mittelwand gibst. Am besten hat die oben einen Futterkranz, dass du die irgendwie da zentral reinhängst. Aber ja, das was anderes würde ich jetzt auch nicht machen. Das würde ich versuchen, ne, weil nur auf Futter überwintern ist wirklich nicht so toll, ja, nicht so arg erfolgreich. Ja, wie gesagt, für diese Jahreszeit, dieses Jahr extrem viel Pollen, extrem viel Flugbetrieb, extrem viel Futter- oder Nektareintrag oder halt auch Fruchtsafteintrag. Das ist jetzt
dieses Jahr einfach so dieses Thema. Ne? Ja, wie viel Winterfutter? Ne? Wie viel Winterfutter? Winterfutter ist ja bei mir so, was strebe ich an? Irgendwie so 13 bis 15 Kilo irgendwie. Das ist so ein bisschen meine Hausnummer. Bin da nicht so gewichtsgenau, also ein Kilo hin oder her kriege ich einfach auch nicht hin, ne? Oder will ich mir auch die Mühe nicht wert, das hinzubekommen. Ich schaue dann einfach im Frühjahr nochmal nach, weil grundlegend musst du ja sagen, wenn die Bienenvölker verhungern, dann verhungern sie im Frühjahr, ne? Im März und im April, weil jetzt über den Winter brauchen die ja nicht arg viel Futter, ne? Da ist das Brutnest voll klein. Und die Brut braucht ja richtig Energie. Und ein kleines Brutnest oder gar kein Brutnest dann irgendwann mal für ein paar Wochen, wenig Energie. Und dann im März hast du ein Riesenbrutnest und kalte Nächte. Und da wird das Futter verbraucht und da verhungern dir deine Bienenvölker. Also da braucht man sich jetzt nicht verrückt machen lassen. Wichtig ist einfach aus meiner Sicht nur, dass man diese Milben im Griff hat. Ja, jetzt, so sieht hier dieser Flugbetrieb aus, ne? Also für September ist es schon extrem viel, ne, was da passiert. Und ja, aber in die Bienenvölker reinzugucken, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, wenn das Flugbild irgendwie passig erscheint. Ne? Ja, sonst gibt es zu dieser... Die Kamera spinnt. Mann! Ja, jetzt weiß ich, muss ich mich mal nachher noch um die Kamera kümmern. Aber ich hoffe, inhaltlich kriegt man das alles zusammen. Ja, dann hoffe ich mal, dass es bei euch und euren Bienen alles im grünen Rahmen ist, die Milbenbelastung passt, das Futter drin ist. Und wenn nicht, dieses Jahr haben wir ja, glaube ich, wirklich keinen Stress. Wir haben ja, so wie ich das Wetter... Wenn man dem Wetterbericht glauben will und so wie ich den interpretiere, hat man ja noch mal 2 Wochen Gelegenheit nachzujustieren, bis wir da irgendwann mal in die Winterpause kommen. Und so ist es auch bei mir. Also ich sehe da jetzt keine Veranlassung rumzustressen. Fütter die halt jetzt wie gesagt noch fertig, mache diese Varroa-Behandlung, repariere oder gucke nach meiner Kamera. Nein, und so hat man halt viele, viele Arbeiten noch. Ne? Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal was. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen oder sonst irgendwas habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Ich hoffe nicht wieder so spät. Und ja, genießt den Spätsommer, genießt den Herbstanfang und ja, guckt, dass ihr euren Honig gut verkauft. Ne? Also bis dann, ciao.